Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Stereo Trader Helpdesk Fragen und Antworten. Natürlich mit Dirk Helger, Entwickler und von Stereo Trader und Händler. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, und ich freue mich wie immer wieder auf dieses Webinar. Da sind jetzt auch schon einige Fragen reingekommen. Sehr schön. Und auch in der Facebook-Gruppe von Dirk war auch schon eine Frage drin. Das können wir heute alles bearbeiten. Bevor ich jetzt den Bildschirm übergebe, werde ich natürlich einmal obligatorisch den Risikohinweis zeigen. Bitte wie immer lesen und zur Kenntnis nehmen. Auch wichtig für die Aufzeichnung. Ja, da. Sehr gut. Und ja, dann werde ich jetzt den Bildschirm übertragen. So, offiziell nochmal, hallo Dirk. Schön, dass du da bist. Und dann wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin natürlich im Hintergrund und helfe bei den Fragen. So, da sind wir. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auch von meiner Seite aus Köln und auch Nelson. Schön, dass du da bist. Freut mich natürlich auch immer wieder. So, und jetzt können wir wieder hier im letzten Jahr anknüpfen, ne? Immer wieder bei schönstem Wetter sitzen wir jetzt drin. Das behalten wir jetzt mal fleißig so bei bis Weihnachten. So sieht's aus. So, so sieht's aus. Genau. So, heute wieder Helpdesk hier. Sind ein paar Sachen, wie der Nelson gerade schon gesagt hat. Haben sich schon gesammelt. Mal gucken, wir das alles durchkriegen heute. Und ein paar Sachen habe ich vorhin auch noch in der Gruppe aufgeschnappt. Mal gucken, ob ich die alle noch zusammenkriege. Wenn nicht, schreibt es einfach nochmal hier irgendwo rein. Ich bin jetzt auf jeden Fall hier aktuell mit der Beta-Version, mit der 2.0 unterwegs, die ja auch schon einige haben. Und nichtsdestotrotz, ich sag mal so von den Grundprinzipien ist das ja ohnehin das Gleiche geblieben. Das ist halt nur, sind ein paar Sachen hinzugekommen, beziehungsweise ein bisschen umfangreicher geworden. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so ja dann auch trotzdem verständlich ist und in Ordnung ist. Es sind, soweit ich weiß, einige hier aus dem Thema Market Profile. Das würde ich dann mal irgendwie kurz vorziehen, um das mal nochmal kurz zu erklären, wie man das einrichtet, beziehungsweise halt, ja, worauf man dann halt eben achten muss und wo man gucken muss, falls mal irgendwie keine Daten da sind. Ja, ich bin jetzt hier erstmal, bin ich im MetaTrader 4 hier? Ja, ne? Genau, MetaTrader 4. Bin ich hier unterwegs, habe jetzt hier mal eben den DAU auf. Und wichtig ist halt immer, wenn man jetzt das Market Profile Add-on einsetzt, dass halt wirklich die Serverzeiten, dass die halt stimmen. Die müssen halt wirklich akkurat passen. Ansonsten funktioniert es nicht, beziehungsweise zeigt irgendwas Falsches an. Und da ist halt nochmal wichtig, das nochmal kontrollieren, hier oben mit Klick aufs Logo und dann hier bei Symbol und dort sollte hier bei FX Flat auch stehen, also die Lokalzeit ist GMT plus 1. Und die Sommerzeitregelung ist EU und die Serverzeit ist GMT 0 und entsprechend die Sommerzeit USA, New York Zeit. Und dann sollte das eigentlich passen. Ja? Und da sollte man eigentlich auch nichts mehr verstellen müssen. Und wenn da aber irgendwas anderes steht, dann bitte nur, wenn ihr auch im anderen Land seid. Ja? Also jetzt hier, das ist natürlich gesehen aus Deutschland, passt es so. Und ich sag mal, der Vorteil in der Beta-Version ist es natürlich der, dass man hier oben relativ einfach an der Uhrzeit auch sehen kann, weil die ist nämlich mit dem Server synchronisiert. Und wenn da was anderes steht als die lokale Zeit, dann ist dann auch definitiv was Falsches eingestellt. So, und der nächste Schritt wäre einfach hier dort, wo das Market Profile installiert ist. Genau, da geht es um das Market Profile Add-on von Oliver Klemm. Hat hier gerade jemand nachgefragt, der Frank. Also, das ist bei euch, ist das in einem anderen Ordner als bei mir. Und dort müsste es, glaube ich, Trading Coach Olli oder Olli Klemm müsste der Ordner heißen. Also hier im Bereich Indikatoren und dann Stereo Trader und dann halt entsprechende Unterordner und dann Market Profile.
Das heißt, einfach nur draufziehen per Doppelklick. Das kann man erstmal ignorieren. Ich komme aber trotzdem gleich nochmal drauf zurück, weil wenn es um Fehlersuche geht, kann man nämlich hier was einstellen, beziehungsweise können wir auch gleich machen. Hier unten gibt es als allerletzten Punkt gibt es ein Report Loadings in Log. Das heißt, hier kann man halt nachverfolgen. Damit könnt mit den Meldungen, die da rauskommen, könnt ihr zwar wenig anfangen, aber wenn irgendwo ein Fehler ist, kann ich auf jeden Fall damit was anfangen. Das heißt, wenn man hier, wenn man das einfach einschaltet und dann kommen hier unten nachher einfach so ein paar Meldungen mehr und dann kann ich zumindest nachvollziehen, wenn es denn hakt, wo es denn hakt. Das ist per Standard ausgeschaltet. Ich schalte das jetzt mal ein. Also wie gesagt, für die Fehlersuche sollte man das einfach mal einschalten. Und ansonsten muss man, wenn man das geladen hat, einfach nur okay und das sollte es dann auch gewesen sein. So, und so sieht es dann halt aus, wenn es funktioniert natürlich, ganz klar. Und wie man sieht, sobald ich halt draufklicke, ja, also beziehungsweise hier den Timeframe wechsle, dauert das immer so ein bisschen, weil sich das ja nun mal im Hintergrund berechnet und je nachdem, wie viel da halt an Daten irgendwie angeglichen werden muss, kann das schon mal ein bisschen dauern, ein paar Sekunden, bis dann die Anzeige da ist. Und dann sollte das aber so aussehen. Das heißt, wir haben hier immer, ich mache das mal ein bisschen enger hier, also im Wesentlichen sind es ja immer diese drei Linien. Hier unten die Value Area Low vom Vortag, der Point of Control vom Vortag und die Value Area High vom Vortag. So, und das sind halt die Vortageswerte und die Intraday-Werte, das sind die hier, die alle so ein bisschen, wo halt Bewegung drin ist. Also einmal hier auch den Point of Control in Gelb, der halt immer angepasst wird, der VWAP und die Value Area unten und oben. Damit das Ganze jetzt bezogen auf die Beta-Version, die aber auch, glaube ich, mittlerweile wirklich im Market Profile, glaube ich, alle haben, weil die einfach ein bisschen runterläuft als die davor, sollte unbedingt hier unten RT eingeschaltet sein. RT heißt nichts anderes als Realtime. Das heißt, der guckt wirklich bis zu 2-3 Mal die Minute, ob dann neue Daten da sind, die angeglichen werden können. Und das führt auch dann dazu, dass die Intraday-Werte, jetzt hat man es gerade wahrscheinlich nicht gesehen, aber es ist gerade passiert, dass die Intraday-Werte, dass die halt immer nachgeführt werden. Und wenn man das ausgeschaltet hat, in der aktuellen, offiziellen Version, spielt es keine Rolle, beziehungsweise dort geht es, glaube ich, leider nur verlässlich, wenn es ausgeschaltet ist. Und in der Beta ist jetzt so, dass das dort jetzt momentan nur noch so ein Versuchsknopf sozusagen ist, der immer angeschaltet sein muss, der jetzt aber rauskommt, sobald das wieder releasefähig ist. Und das heißt, das nur um das kurz zu erklären, wenn das eingeschaltet ist, dann weiß der Stereotrader, dass der regelmäßig die Daten halt suchen soll und das Add-on nicht. Und das führt eben dazu, dass das Add-on selber gar keinen Kontakt mehr oder beziehungsweise gar keine Internetabfragen mehr macht, sondern das macht alles der Stereotrader. Und das läuft halt wesentlich sauberer und störungsfreier, wie wenn das halt das Add-on macht. Das nur eben, um den Hintergrund mal zu erklären. Und also das sind halt grundsätzlich mal die Einstellungen. Da fragt auch gerade jemand, führt das zu höherer CPU-Belastung? Grundsätzlich jede Funktion belastet ja halt irgendwo die CPU und das ist aber marginal, würde ich mal behaupten, also weil letzten Endes ist das ja nur einfach eine Zeitschiene, wo das halt abläuft und das sollte wirklich marginal sein. Also eigentlich das Add-on greift nur auf den internen Speicher zu, beziehungsweise auf die Festplatte und aber das ist so minimal an Daten. Und wenn da jetzt nicht irgendwie gerade halt der Rechner wirklich bis über 100% ausgelastet ist mit allen Prozessoren, sollte es eigentlich nichts ausmachen. Beziehungsweise sollte man eigentlich nicht merken. Und also so sollte das aussehen. Und normalerweise gibt es da keinen Grund, warum das nicht funktionieren sollte. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass heute Morgen der eine oder andere geschrieben hat, bei mir funktioniert es nicht. Hab dann aber auch gesehen, hier und da war dann auch irgendwie die Uhrzeit falsch. Und aber ansonsten gab es jetzt dazwischendurch jetzt auch keine Änderung, ja, also dass da jetzt irgendwie nochmal ein Update hochgespielt worden wäre. Das ist also alles auf dem Stand von letzter Woche und funktioniert nach meinem Wissen auch völlig stressfrei. Wie gesagt, war jetzt eine oder zwei Ausnahmen, wo es nicht ging und da vermute ich aber dann eher ein lokales Problem. Also nochmal, wie gesagt, Serverzeiten ganz, ganz wichtig, ja. Wenn die nicht stimmen, kommt hier nur Mumpitz bei raus.
Und das heißt, da kann es dann einfach passieren, dass die Werte halt einfach komplett abweichen oder halt hier die Intraday-Werte dann sich einfach komplett verziehen. Und da sollte man halt wirklich drauf achten. Und hier unten sieht man bei Experten hier im Terminal, da kommen jetzt so diverse Meldungen, ja. Und das ist hier einfach so ein Tracking, wo ich halt sehen kann, was hat der Stereo-Trader getrieben und was hat das Add-on da halt veranstaltet. Da stehen halt so Sachen drin wie asynchrones Update, weil das ist halt einfach intern von der Synchronisation, es ist halt ein bisschen aufwendig. Und aber wie gesagt, das dient nur mir, wenn da halt irgendwo mal was ist, dann bitte immer hier unten reingucken und dann halt entsprechend mir hier einen Auszug davon zuschicken und dann kann ich mir da halt auch ein besseres Bild machen. Grundsätzlich, was sich jetzt mit der neuen Version eben auch ändert oder geändert hat, ist also die Volumenglocke. Die gibt es nur noch hier über einen Stereo-Trader im Bereich Chart. Ja. Dort kann ich die ein- und ausblenden. Und wenn die mal nicht da ist, ja, das ist natürlich, muss ich halt dazu sagen, das wird natürlich so nicht bleiben, ja. Aber eine Beta-Version darf auch mal kleine Schönheitsfehler haben. Wenn die mal nicht da ist, habe ich jetzt auch schon mal beobachtet und kann man noch nicht einen Reim drauf machen, das wird sich aber noch finden. Und dann kann man mit Control-Click, das steht ja auch dabei, mit CTRL-Click to rebuild oder eben auf Deutsch STRG-Click, um das neu aufzubauen. Und das heißt, dann werden die ganzen Daten neu berechnet. Ja, also wenn da mal was fehlt, einfach mit Control-Click und dann ist auf jeden Fall alles in neuer Berechnung da. Und Volumenglocken für beiden Versionen, MT4 und MT5, klar, das ist kein Unterschied zwischen MT4 und MT5, ist es absolut identisch. So, und das ist ein Unterschied, den wir jetzt halt hier haben, plus eben die Synchronisation, die ich gerade nochmal angesprochen habe. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Unterschied. Und zwar, sobald ich hier die Zeiten ändere, die sind jetzt hier zum Beispiel im DAO eingestellt auf 8 Uhr bis 22 Uhr, heißt dann halt eben auch, dass insbesondere die Vortageswerte werden dann auch abgegriffen von der Uhrzeit, die hier eingestellt ist. Also wenn hier 22 Uhr eingestellt ist und dann übernehme ich entsprechend halt vom Vortag hier zum Beispiel den Point of Control. Das heißt, der bezieht sich dann auch hier auf die letzte Kursdarstellung von 22 Uhr. Und genauso gilt es halt eben hier für die Value Area. Sobald ich hier natürlich was ändere, ändert sich natürlich auch das Ergebnis, weil ja auch öfters mal irgendwie gesagt wurde, ja, die Werte irgendwie auf Ollis Seite sind irgendwie andere. Da sollte man dann einfach auch mal gucken, auf welche Zeiten die sich beziehen. Und das konnte man vorher nicht. Hier stand zwar halt eben auch, eine Uhrzeit galt aber nur für die Darstellung. Und jetzt fließt eben auch die ganze Berechnung mit ein. Heißt jetzt nur mal zum Beispiel, wenn ich jetzt hier reinschreibe, also Beginn ist ja eigentlich dann egal. Ich kann auch jetzt hier jetzt reinschreiben, zum Beispiel 15:30 Uhr. Und dann fängt entsprechend die ganze Darstellung, wie man sieht, fängt erst wesentlich später an. Nichtsdestotrotz, Point of Control und so weiter bezieht sich alles auf die Zeit von 22 Uhr. Wenn ich aber jetzt hier zum Beispiel 19 Uhr reinschreibe, und dann sollten sich die Werte entsprechend verändern. Vorausgesetzt natürlich halt, der Wert war dann auch um 19 Uhr am Vortag eben auch ein anderer, ne? Ganz klar. So, das eben nur zur Erklärung. Und welche Zeiten hier verwendet sind? Gute Frage, nächste Frage. Ich sag mal, die Schlusszeiten, die sollten eigentlich stimmen, also mit 22 Uhr. Im Zweifelsfall da einfach auch nochmal bei Olli nachfragen, welche Zeiten er letzten Endes dafür seine Daten auf der Homepage verwenden. Und aber soweit ich weiß, also beim Dow Jones müsste es eigentlich 22:15 Uhr sein, auch wenn sich danach sowieso eigentlich auch nicht mehr wirklich viel ändert. Und aber trotzdem da im Zweifelsfalle einfach mal nachfragen. Ja. Okay, also wie gesagt, wenn das alles richtig eingestellt ist, also man sieht ja, ich bin hier auch, macht das ja auch gerade in Echtzeit. Also das funktioniert auf jeden Fall. Und es ist also nicht irgendwie, da liegt kein generelles Problem vor, was dazu führen könnte, dass es eben nicht funktioniert, sondern es ist dann halt wohl irgendwie eine ganz lokale Geschichte. Gibt es da noch Fragen dazu zum Market Profile Add-on?
kommt jetzt noch hier die ideale Einstellung. Also wie gesagt, da im Zweifelsfalle wirklich bei Olli nachfragen. Aber ich glaube ohnehin nicht, dass es einen Unterschied macht, ob man da jetzt 22.15 Uhr oder 23 Uhr einstellt, weil im allgemeinen Volumen hat man eh keins mehr nach 22.15 Uhr, beziehungsweise in aller seltensten Fällen. Von daher sollte sich da nichts ändern. Dann können wir es ja hier mal kurz irgendwie zeigen. Also Point of Control zum Beispiel 24.116. Wenn ich das jetzt hier auf 23 Uhr stelle, bin ich auch noch genauso da. Ebenso die Value Area, da sollte sich nichts mehr verschieben. Ja. Und zur Volumenglocke kann ich dann auch noch was sagen. Da sieht man ja halt auch, das ist mittlerweile halt eben ja auch farblich dargestellt. Und das heißt, nur mal übersetzt. Also die Volumenglocke wird ja hier nicht, also MetaTrader 4 nicht mit echtem Volumen dargestellt, sondern mit dem, was der MetaTrader 4 generell ja nur zur Verfügung stellt. Und nichtsdestotrotz ist das eine ziemlich gute Annäherung an das, was halt auch im echten Volumen passiert. Das sieht man auch hier schon, einfach mal übersetzt. Der graue Bereich ist außerhalb der Value Area, also sowohl unterhalb als auch oberhalb. Die Value Area an sich bedeutet, hier hat 70% von meinem Volumen stattgefunden. Also hier wurden 70% letzten Endes der Kontrakte gehandelt. Ja, also im Future, wie gesagt, hier haben wir jetzt kein echtes Tick-Volumen in der Glocke nicht, im Market Profile natürlich, ja, weil das ist ja auch synchronisiert mit dem Future. Aber ich rede jetzt nur von der Glocke. Und also wie gesagt, grau ist außerhalb der Value Area und blau sind entsprechend die 70%. Und wenn man das jetzt mal vergleicht, hier unten, da hört das Blaue auf und da sind wir auch ziemlich nah hier auch, sieht man ja schon an dem Value Area Low auch dran. Das ist nicht mehr allzu viel Unterschied, hier noch ein paar Pünktchen. Und hier oben das Gleiche in Grün, auch nur ein paar wenige Punkte Unterschied. Und entsprechend orange kann man sich schon denken, ist der Point of Control auch, das ist minimal halt nur der Unterschied. Das heißt, hier in der Glocke haben wir eine Annäherung, die aber, ich sag mal, von der Form doch schon recht deutlich eben Aufschluss darüber gibt, wo das Volumen halt stattgefunden hat. Und die exakte Darstellung entsprechend nur mit dem Market Profile Add-on. Hier habe ich dann halt den laufenden Point of Control und den VWAP und so weiter. So, und fragt jemand, der Frank, braucht man für den MT5 das Olli Add-on oder zieht er sich dann die Daten? Ja, also das ist eine Moment, aus dem Future-Konto, wenn man eins hat. Im MT5 ist es so, wird man feststellen, ich gehe mal kurz drauf ein, auch wenn wir jetzt hier kein Future-Konto haben, aber nichtsdestotrotz ist es dort so, wird man sehen, wenn man das auf ein Future anwendet, dass man Tage hat, also die Glocke bildet vom Prinzip her ja dann den Future ab, ja, also das tatsächliche Volumen, wenn man, wie gesagt, einen hat. Und man wird aber trotzdem feststellen, dass man einen Unterschied hat. Es gibt Tage, da matcht das wirklich hundertprozentig mit dem Market Profile vom Olli. Und dann gibt es aber auch wiederum Tage, da weicht es eben ab und das auch teilweise ziemlich deutlich. Und das heißt, hier liegt, auch wenn ich schon öfters mal gehört habe in irgendwelchen Gruppen und so weiter, das wäre ja alles irgendwie nur Standardkram, kann ich halt nur sagen, nein, ist es nicht. Ja? Also man wird Abweichungen sehen und die auch relativ deutlich sind. Und das ist halt eben auch der Grund, warum das Market Profile bei Olli Klemm heißt und nicht Public Domain Market Profile, das jeder kennt. Und wie gesagt, nicht an allen Tagen, aber an jedem zweiten, dritten Tag wird man einen Unterschied sehen. Okay, so, das zum Market Profile. Dann versuche ich mal die Fragen hier durchzugehen. Der Nelson kann mir vielleicht kurz helfen, das bisschen zu sortieren. Ja, also grundsätzlich auch sind ein paar Fragen zu den neuen Funktionen in der 2.0er-Version. Haben wir auch hier bei unseren Kunden auch schon telefonisch auch Fragen dazu gehabt. Vielleicht kannst du ja ganz grob nochmal auf die neuen Funktionen eingehen, die die neue Version haben wird. Ja, okay. Also bevor ich darauf eingehe, greife ich ganz kurz was anderes auf. Es wird gefragt, gibt es die Beta-Version, Beta-Version, die Beta-Version schon irgendwo zum Testen? Ja, die gibt es. Das haben wir momentan nur so gemacht, dass ich das halt alles in einer
Facebook-Gruppe konzentriert, einfach um das Feedback dort zu sammeln, damit das nicht eben kreuz und quer per E-Mail geht oder per irgendwelchen in irgendwelchen Kommentaren und so weiter, sondern dort ist das gesammelt. Und Nelson, wenn du den Link hast und möchtest, darfst du ihn auch sehr gerne natürlich verteilen. Und ich würde halt wirklich nur darum bitten, dass alles, was halt irgendwie an Auffälligkeiten kommt, dass das wirklich dann dort in einem Posting entsprechend in der Gruppe gemacht wird. Und weil es halt wesentlich einfacher ist, dann halt auch nachzuvollziehen, beziehungsweise wesentlich sortierter ist, wie wenn es jetzt irgendwie per E-Mail wäre. Und die einzige Bedingung, sage ich jetzt mal, die so gestellt wird an die Teilnahme, ist einfach die, man sollte jetzt nicht unbedingt, wie soll ich sagen, technischer Legastheniker sein, ja. Also ich sag mal, wer mit Technik gar nichts zu tun haben will und lieber seine Ruhe hat, ja, für den ist, glaube ich, der Beta-Test nicht so gut, weil man halt, ich sag mal, doch irgendwie dann ständig auch mit, ja, mit Updates dann halt eben auch konfrontiert ist. Da kann es auch schon mal passieren, dass zweimal am Tag ein neues Update kommt. Und wenn da halt einfach irgendwas sich eingeschlichen hat und das geht dort relativ schnell. Also wir hatten letzte Woche, glaube ich, drei Updates insgesamt und das auch nur, weil ich eigentlich 2 Tage ausgefallen bin hier wegen dem Stereo Trader Day oder fast 3 Tage wegen den Vorbereitungen. Und aber das geht halt teilweise ziemlich schnell. Also da sollte man dann nicht genervt sein, da sollte man damit rechnen und dann das auch, da auch gewillt sein, sich darauf einzustellen. Das ist so das Einzige. Und man sollte natürlich generell mit dem Stereo Trader halt auch schon gut klarkommen. Ansonsten macht das, glaube ich, wenig Sinn. Aber das ist eigentlich so das Einzige. Und man sollte sich halt einfach mal bewusst sein, es kann immer mal irgendwo irgendwas Komisches irgendwie auftauchen. Das ist klar. Also jetzt in der Order-Ausführung oder so haben wir bis jetzt noch überhaupt nichts gehabt, weil das natürlich alles auch schon monatelang vorher getestet wurde. Das ist ja klar. Und ich schicke ja nicht irgendwas als Beta-Version raus, was noch überhaupt nicht irgendwie getestet wurde. Im Gegenteil, da ist schon ordentlich, das sind schon einige 100 Teststunden sind da schon drin, wenn das reicht. Und sondern da ist halt eher mal so, dass dann halt die Statistik, da hakt es momentan zum Beispiel, dass die halt nicht immer irgendwie richtig mitläuft oder sowas dann halt, ja. Und so ein Kleinkram. Und was das Ende der Testphase angeht, fragt jetzt gerade noch der Andreas, ja, wenn nichts mehr kommt, ne? Also wenn man wirklich sagen kann, okay, das ist jetzt soweit reif für die Menschheit und das kann man jetzt auch bedingungslos halt loslassen. Und allzu viel ist es ohnehin nicht. Ich glaube, wenn sich das halt so hält, wie es momentan sich darstellt, sollte es eigentlich nicht mehr länger als 2, 3 Wochen dauern. Also bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir bis dahin auch durch sind. Und vorausgesetzt, ich baue jetzt nicht noch irgendwelche neuen Funktionen dazu, die nochmal irgendwie alles auf Null setzen, aber im jetzigen Stadium, denke ich mal, in 2, 3 Wochen sollten wir da eigentlich soweit sein. So, dann nochmal kurz zu den neuen Funktionen. Genau, das war nämlich auch immer nur so nebenbei irgendwo ein bisschen geschrieben. Da kann ich kurz ein bisschen was dazu erzählen. Also wir haben halt im Wesentlichen, ich fange mal an hier mit dem Skype-Terminal, also die Geschichte hier kennt man ja, das große Panel sieht zwar unten auch nochmal ein bisschen anders aus, beziehungsweise ein bisschen was dazugekommen, aber generell gibt es jetzt eben noch ein Skype-Terminal. Das heißt, sobald ich das hier einklappe, habe ich hier oben nochmal ein zusätzlich kleines Terminal und wo ich halt ja, so mit reduziertem Platz einfach arbeiten kann und teilweise halt eben auch schneller. Das heißt, ich habe hier das Wesentliche, was ich zum Handeln brauche, habe ich halt hier direkt auf kleinem Raum, um dort entsprechend auch schnell agieren zu können. Und das heißt, ich kann hier ganz genauso wie in dem großen Terminal hier oben kaufen, verkaufen. Ja, jetzt nur mal zum Beispiel, halt hier einfach Position rein. Ich kann hier über diese Buttons halt ganz normal meine ganzen Orders löschen, Long und Short. Hier meine Positionsgröße, da kann es sein, dass noch irgendwie Quick-Buttons noch dazukommen. Mal gucken, ob der Platz da oben halt ausreicht. Und ansonsten habe ich hier eine Reverse-Funktion und eine Trail Instant. Und der Trail Instant, das ist ein zusätzlicher Trail, den man definieren kann. Und das heißt, der wartet nicht irgendwie auf das Erreichen von dem Trigger, den ich ja halt hier habe. Das wäre ja der normale Trailing-Beginn. Ja, wenn ich jetzt einen Standard-Trail eingestellt habe, zum Beispiel hier
Wenn ich da jetzt sage, was weiß ich, PLH Peak mit einem Abstand von das, was da gerade eingestellt ist, wenn das aktiviert ist, ja, sieht man ja auch hier, hier ist ja auch das Trading aktiviert. Das beginnt dann, sobald der Kurs hier ist. Ja, das ist das normale Trading. Das kann man natürlich auch nach wie vor verwenden, aber durch das Instant Trading habe ich einfach nochmal eine zweite schnelle Möglichkeit, darauf zuzugreifen, weil es ist ja halt, das heißt ja auch Skype Terminal. Und mal angenommen, der schickt mich jetzt hier nicht jetzt direkt ins Minus, kann natürlich passieren. Dann machen wir gleich nochmal eine neue auf. Nur um das mal zu demonstrieren. Trail Instant heißt, sobald ich hier drauf drücke, fängt er an zu trailen, genau an der Stelle, wo er jetzt ist. Und welcher Trail das ist, den kann ich hier einstellen. Also hier über Setup und dann Terminal, genau Terminal und dann habe ich hier Skype Terminal und das sind halt die Einstellungen. M ist einfach nur die Anzeigegröße, das geht von XS bis XL, ja, also von ganz klein bis ganz groß. Das hier, das ist mein Instant Trail. Typ, der steht jetzt hier auf TA12, ist glaube ich auch voreingestellt so. Und das Ganze mit einem Abstand von minus 2. Minus 2 heißt nichts anderes als zweimal der Spread. Und wenn ich jetzt hier im DAO unterwegs bin und habe einen Spread von 1, heißt das entsprechend im Abstand von 2 Punkten, sobald ich, wie gesagt, da drauf drücke. Und mal vorausgesetzt, der DAO bewegt sich jetzt vielleicht mal kurz runter. Wobei runter will der heute ja nicht wirklich. Aber gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich mache jetzt hier einfach mal noch eine auf. Geht ja hier nur um den Vorführeffekt. Mal gucken, irgendwo wird er schon greifen. Außer wir kriegen jetzt hier ein neues Tageshoch, aber glaube ich erstmal nicht dran. Und dann, sobald er hier halt anläuft, ich will den jetzt nicht im Minus aktivieren. Nicht, um jetzt hier irgendwie keinen Verlust zu demonstrieren, darum geht es überhaupt nicht. Sondern wegen dem eingestellten Trading-Typ ist es halt eben so, dass der sich halt da ziemlich nah ja, dann auch an den Kurs dranhängt und man da eigentlich mit diesem Tick-Trail gerade hier im Skype-Terminal oft weiterkommt, als man denkt. Und das würde ich halt mal versuchen zu demonstrieren, ob das jetzt hier gelingt. Und wenn nicht, dann machen wir es eben nachher nochmal, weil es irgendwie auch heute insgesamt sehr wenig Bewegung. Ich finde, dass ich angucke hier im DAO irgendwie gerade mal. Ja, gut, die Öffnung habe ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm. Aber es waren ja noch keine 100 Punkte heute. Das ist ja gar nichts. Nee, aber irgendwie will er hier nicht in meine Richtung, beziehungsweise will ich irgendwie gerade gar nicht bewegen, habe ich eher den Eindruck. Mal gucken. 18:30, da wird ja ein bisschen was kommen gleich. So, und das heißt also. Hier einfach mit Klick drauf, aber ich gehe mal kurz noch auf die anderen Funktionen ein. Hier Flat hat auch eine erweiterte Funktion. Normal draufklicken würde bedeuten, ich stelle glatt. Und aber wie halt hier der Tooltip schon verrät, kann ich mit Shift-Klick ein Drittel von der Position schließen und mit Control-Klick die Hälfte. Ja, das ist im Skyping halt schon hilfreich, wenn man einfach mal sagen kann, okay, jetzt schnell mal halt irgendwie ein Drittel raus oder die Hälfte und ich muss mir nicht Gedanken drüber machen, wie viel ich da drin habe, sondern klickt da halt einfach nur. Und egal, was ich da vorher verkauft habe, wird dann einfach nur entsprechend ausgerechnet und muss natürlich auch mit der minimal verfügbaren Positionsgröße halt passen. So, jetzt haben wir das hier. Mal gucken, noch irgendwie 4 Sekunden. Ist ja natürlich jetzt auch ein Vorteil, nee, es sind noch 1 Minute. Ist auch ein Vorteil von der Uhr, dass die natürlich jetzt genau damit übereinstimmt, mit dem Zeitpunkt, wann die Kerze fertig wird. Da übrigens noch was Lustiges, habe ich letztens dann irgendwo auch aufgefasst, wo jemand dann hier so eine Anzeige drin hat, dass man sieht, wann die Kerze fertig ist. Und ist, glaube ich, wenigen aufgefallen oder vielleicht auch wenigen nicht. Hier in der Uhr läuft immer so ein Balken mit, ja. Und der zeigt einfach genau an, wann die Kerze fertig ist. Jetzt sieht man ja hier, der Balken ist halt hier kurz vor Ende. Und sobald er rechts anschlägt, ist die 5 Minuten Kerze durch. Und das geht natürlich halt mit jeder Kerze bis zur Stundenkerze. Und deswegen sieht man auch da visuell nochmal ganz genau, wann dann halt eben da halt Schluss ist. So, jetzt kann man es aber eben gleich mal zeigen. Noch 10 Sekunden. Ich drücke mal einfach um, sobald die Bewegung ansetzt, jetzt um 18:30, drücke ich mal den TI-Trail. Mal gucken, ob es jetzt was bringt oder nicht. Und dann, so. Na komm, jetzt einmal runter.
Heute ist der DAU ist ja auch echt unglaublich heute. Das bewegt ja auch nichts. So macht das keinen Spaß. So, ich hätte halt gerne einfach mal, dass wir so eine Gegenbewegung haben und dann halt mal schnell runter. Und dann sieht man das eigentlich am besten. Auch nochmal hier mit dem Tick-Trail, wozu der eigentlich gut ist. Weil der dann halt eben nicht direkt einen 2-Punkte-Abstand da dran klebt, sondern halt eben, das wurde vorhin in der Gruppe gefragt, was ist TA12? So wie das halt hier eingestellt ist. Oh, will nicht. Heißt nichts anderes als, das ist ein Durchschnitt von 12 Ticks, also von 12 Bewegungsticks sozusagen, von 12 Zuckungen, wenn man so will. Und darüber bildet der dann halt einen Durchschnitt und hängt sich über diesen Durchschnitt dann halt dran. Das ist genau wie Moving Average zum Beispiel auf einer Minute. Ja, wenn ich da einen 20er, ein SMA 20 habe, dann heißt das nichts anderes als der Durchschnitt von den letzten 20 Minuten. Ja, nur dass es jetzt hier wesentlich schneller ist und natürlich wesentlich näher am Geschehen dran ist, wie jetzt halt der Minutenchart. Vom Prinzip aber das Gleiche. Und es gelingt da wirklich oft, da Bewegungen mitzubekommen in schnellen Ausbrüchen, die tatsächlich dann oft weiterlaufen, als man denkt. Und zum Scalpen ist es natürlich halt sehr, sehr hilfreich. Außer jetzt wie hier, ja, wenn jetzt irgendwie hier nur dauernd 15 Punkte rauf und runter geht, dann ist es natürlich ziemlich witzlos. Was nicht Und runter irgendwie sei will, es mir. will nach oben. Dann kannst du die Ja. Reverse-Funktion ja mal zeigen. Ja, wetten, dass er dann genau runterfällt. Also Reverse, gut, ich zeig's mal. Nelson hat gesagt, geht hoch. Reverse heißt einfach nur, ich meine, kann man ja anders auch, ja, eine Position drehen. Hier drehe ich einfach die ganze Position, indem ich halt hier auf RV klicke. Ich glaube da zwar noch nicht dran, aber ich mache es jetzt trotzdem mal. So, und jetzt vorher war ich mit 3 Kontrakten short. Jetzt bin ich, siehst du was? Mit 3 Kontrakten long. Ja, das ist die 5-Minuten-Kerze. Wir sind genau in der Hälfte von der 5-Minuten-Kerze jetzt. Und das ist kein guter Zeitpunkt, um eine Position zu drehen. Aber schauen wir mal, vielleicht liegst du ja richtig. Und ich habe heute nämlich tatsächlich auch nicht wirklich gehandelt. Und von daher, keine Ahnung, ob ich da jetzt ein Gefühl dafür habe oder nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Geht ja heute nur um die Funktion. Ja. Guck mal. Das Jetzt war zieh so mal dein klar. Stop-Loss runter. Ja. Nee, ich drehe einfach nochmal. Das kann man natürlich ja auch, ja. So eine Reverse-Funktion, die kann man ja auch endlos benutzen, kann sich da auch unendlich arm damit machen. Das ist keine Frage. Ich meine, Reverse-Funktion ist meistens besser, wenn man es im Gewinn dreht, ja. Und nicht unbedingt, geht jetzt hoch, drehe ich mal. Ah, nee, geht doch nicht hoch, drehe ich wieder. Das läppert sich dann natürlich dann halt hier entsprechend extrem. Das ist auch klar. So, dann kommen wir jetzt mal. Hier wenigstens mit dem Abschluss von der 5-Minuten-Kerze können wir jetzt mal hier mal ein Stück weit runterlaufen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass man das wenigstens mal sieht. Und wenn nicht, dann aktiviere ich den jetzt so, bevor wir uns jetzt hier irgendwie 3/4 Stunde an dem Instant Trail aufhalten. Und ich werfe den jetzt einfach mal an. Also sobald ich hier draufklicke, einfach nur passiert nichts Weltbewegendes, einfach nur wird direkt aktiviert, wie man sieht. Ja, ist jetzt natürlich hier ein Verlust gelaufen. Aber das ist halt eben der Unterschied, dass der eben direkt aktiviert wird. Und sobald die Position flat ist, das sieht man dann auch hier, ist der alte Trailing Stop auch nach wie vor da. Ja, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und ich mache es jetzt mal eben nochmal. Man kann diese einerseits hierüber aktivieren, ja, über Instant Trading hier oben über das Skype-Terminal. Kann man sagen, mal gucken, ob wir hier nicht noch ein bisschen mehr rauskriegen. Das kann ja nicht wahr sein. Und die andere Variante ist, wenn man diesen benutzt und dort halt mit Shift-Click, ja, habe ich genau die gleiche Funktion, dann aktiviere ich ebenfalls den Instant Trail. Ja, das ist aber nur noch mal eine zusätzliche Funktion. Ja, wenn man halt irgendwie das gerade auf hat und will den Instant Trail anwerfen, dann geht es hier entsprechend mit Shift-Click und hat dann letzten Endes genau den gleichen Effekt. So, mal gucken. 10 Sekunden, vielleicht kriegen wir es jetzt ja hin. Ist also eigentlich halt wirklich eher gedacht um schnelle Bewegungen, schnelle Ausbrüche, wie es jetzt hier auch nicht kommt, so wie es aussieht. Aber
jetzt hier einfach nur so typisch wäre, jetzt halt hier einmal kurz hier runter und dann hier unten irgendwo in die Nähe von dem Support, der sich hier gebildet hat. Und dann, das wäre der Point of Control jetzt hier nur als Beispiel. Deswegen bin ich da short gegangen. Darauf habe ich halt eben vorhin entsprechend spekuliert. Und der funktioniert halt am besten wirklich in schnellen Bewegungen, wenn es halt wirklich mal am Stück runter geht, ein paar Punkte. Aber das scheint heute alles nicht der Fall zu sein. So, gucken, ob hier noch was dazu kommt. So, da ist er. So, jetzt könnte es funktionieren. Gucken jetzt einmal hier unten den Widerstand beziehungsweise den Support hier angedotzt. So, und dann klicken wir es jetzt mal an. Aber ich will es nicht wieder zu früh rausfliegen hier. Mal kurz die Bewegung, wenn er die jetzt wenigstens mal anfängt oder anfangen würde. Muss natürlich jetzt schon hier durch, sonst klappt das nicht. Na komm schon. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee, klappt halt nicht. So, ich mache ihn jetzt mal an. Mal gucken, vielleicht funktioniert jetzt doch noch. Ah, doch, da kommt ein bisschen was. So, und da sieht man jetzt halt, ne, so wie der eingestellt ist, der hängt sich halt nicht sofort da dran, sondern hängt jetzt wirklich im Average da drüber. Und wenn ich jetzt irgendwie mit 2 Punkten direkt da dran wäre, gut, war jetzt kein guter Vorführeffekt, aber dann wäre ich wahrscheinlich schon vorher ausgestoppt, wobei hier war es jetzt zugegebenermaßen wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Aber halt, wenn da ein bisschen Wohler dahinter ist und da kriegt man da wirklich teilweise schon mal irgendwie 20, 25 Punkte mehr mit und wo man teilweise wirklich staunt. Aber wir haben hier ja wirklich dauernd nur rauf und runter gezogen. Ein Punkt ist ja nicht wirklich ein schöner Markt, um das jetzt zu demonstrieren. So, okay. So, zu den neuen Funktionen. Genau, was da halt eben auch dazu gehört, ist hier oben bei Klick auf die Uhr habe ich hier eine Mini-Statistik, ja, wo ich halt hier auch immer wieder sehe, wo stehe ich denn gerade, mit welcher Margin bin ich gerade unterwegs, was habe ich heute, beziehungsweise hier eine Session rausgeholt, was habe ich für ein Tagesergebnis und wenn eine Position auf ist, was habe ich gerade für ein Trade-Ergebnis, ja, das sieht man halt auch immer hier oben drin, einfach nur, damit man dann nochmal einen schnellen Überblick halt hat, wo man sich eben gerade bewegt und da nicht immer unbedingt jetzt auch zum Beispiel mit der Margin da halt unten gucken muss, hier bei Trade, wo ich das ja normalerweise finde, ja, es ist auch nur dieser Prozentwert einfach, sondern dass ich einfach einen schnelleren Überblick habe, wo ich mich gerade halt hier überhaupt mit meiner Statistik bewege. Und was eben auch dazu gehört ist, nee, lass das mal. So, was eben auch dazu gehört ist, hier zum Beispiel mit der Statistik. Die sieht auch ein bisschen anders aus. Hier unten gibt es so ein paar extra Knöpfe. Also Reset, genau wie vorher, setzt die aktuelle Session zurück. Das heißt, definiert mir nur einen Punkt, ab dem die Session gewertet wird. Und nach wie vor auch mit Control-Click kann ich auch die ganze Statistik löschen. Und was aber eben neu ist, ist jetzt hier zum Beispiel Trades. Das heißt, wenn ich das aktiviere, dann sehe ich halt hier meine einzelnen Trades. Ich gehe jetzt mal auf 1 Minute, sieht man es ein bisschen besser. Ja, und die kann ich halt auch hier in der Gegend rumschieben. Und dann sehe ich dann halt ganz genau, wo halt was passiert ist und auch wo meine einzelnen Einstiege waren. Zum Beispiel halt hier steht dann Exit Short, da steht nochmal Teileinstieg Long und so weiter. Ja, so kann ich es genau sehen. Oder hier eine Drehung, zum Beispiel Reverse to Short und oben wird dann irgendwo auch Reverse to long gewesen sein. Und so kann ich halt einfach nachher recht einfach überprüfen, also meine Trades überprüfen im Chart, im Bild und dann natürlich halt eben entsprechend halt auch das Ganze verbessern, also meine Strategie und so weiter verbessern. Und das kann man eben entsprechend auch ein- und ausblenden. Und was übrigens auch noch geht, ist, ich lasse den jetzt hier mal ganz bewusst auf. Nur um das mal zu zeigen, man kann, hier oben sieht man ja hier zum Beispiel die Trade PL. Wenn ich dort jetzt mit Shift draufklicke und dann ändert sich die ganze Darstellung hier in Punkte, ja, plötzlich stehen nämlich hier Punkte und dann der Betrag da hinten. Und wenn ich nochmal draufklicke,
habe ich hier prozentuale Anzeige. Und wenn ich nochmal draufklicke, bin ich wieder auf Anfang, also in der absoluten Anzeige. Und wie man sieht, das bezieht sich nicht nur auf die einzelnen Ergebnisse, sondern auf alles, ja, also die ganze Statistik. Ja, also alles, was halt irgendwie an PL zum Beispiel da ist, wird dann jetzt plötzlich mit Punkten angezeigt. Genauso hier zum Beispiel bei Edit Order, ja, habe ich halt hier auch zum Beispiel eine PL von einer Einzelorder und das wird alles dann halt mit umgestellt. Außer hier oben, dort habe ich einen eigenen Knopf, wo ich zwischen prozentual und absolut umschalten kann. Also das geht auch. Und das Gleiche gilt eben gilt übrigens auch für das CRV. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel CRV einstelle, ja, also hier ungefähr 1:1, habe ich halt hier auch Risk-Reward, also einmal Risiko und das, was maximal rauskommen kann. Und wenn ich hier mit Shift draufklicke, das Gleiche in grün, einmal hier in Punkten, nochmal mit Shift, habe ich es hier prozentual. Also ich kann mit diesem Trade, so wie er jetzt eingestellt ist, 0,57% Verlust machen oder 0,62% Gewinn. Ja, macht das Ganze nochmal ein bisschen transparenter und sobald ich natürlich hier was ändere, ändern sich auch logischerweise die Werte hier. Und so kann ich mir das einstellen, wie ich das haben möchte. Und die Voreinstellung dazu, die findet man hier, also im Setup nochmal und dann bei, jetzt muss ich selber gucken, bei Layout und dort unten kann ich einstellen, die Voreinstellung hier für die PL und für das CRV. Ja, also hier kann ich halt zum Beispiel absolut und hier Punkte und so weiter einstellen. Das ist aber eben nur die Voreinstellung und ich kann das jederzeit entsprechend hier mit Shift-Klick dann auch für alles ändern. Und so kann man sich das halt dann entsprechend so einstellen, wie es einem am besten passt. Was auch noch hinzugekommen ist, ist jetzt hier die Exportfunktion. Sobald ich halt da draufklicke, kann ich immer machen, sagt er mir direkt, CSV-Datei wurde gespeichert, da. Ja, und das bezieht sich auch immer auf den Zeitraum, der hier ausgewählt ist. Also hier war das jetzt zum Beispiel halt, hier ist Session ausgewählt. Da kann ich aber auch, Moment, muss das hier mal wegklicken, da kann ich aber auch entsprechend heute oder eben, was weiß ich, aktueller Monat oder was auch immer, kann ich da halt auswählen und kann es dann entsprechend exportieren. Ja, und da kann man halt in Excel oder wo auch immer dann auch das Ganze weiterverarbeiten. So, das sind so die, glaube ich, nach außen hin wesentlichen Geschichten, bis auf die Volumenglocke. Das wurde auch gerade gefragt. Ist die auch da, wenn man das Market Profile nicht hat? Ja, die ist auch da, wenn man das Market Profile Add-on nicht hat. Also generell hier unten über Chart, wo ist es? Da habe ich entsprechend hier Volume Profile und kann ich halt auch hier ohne das Add-on entsprechend zu- und abschalten. So, ich habe bestimmt noch was vergessen, was dazugekommen ist, bin ich mir sicher. Genau, der Pause-Button wurde gefragt, ja, der ist hier. Ich kann theoretisch, das ist aber noch nicht freigegeben in der Beta, weil der noch so ein paar ja, Merkwürdigkeiten ab und zu von sich gibt. Das muss natürlich erst weg sein, bevor ich das in der Beta freigebe. Aber generell ist es so, wenn ich zum Beispiel jetzt hier in einem Trade drin bin, egal ob jetzt Plus oder Minus, kann ich hoffe, es funktioniert jetzt, dann halt hier auf Pause drücken. So, und wie man sieht, bin ich dann jetzt hier erstmal gleichzeitig halt in diesem Short Trade gehedged. Ja, nichts anderes ist es ja im Endeffekt. Und kann das auch jederzeit wieder auflösen. Und dann ist die Position wieder eröffnet. Ist eigentlich dazu da gedacht, wenn man irgendwie halt einen Swing oder irgendwas machen möchte und dann irgendwo ein Widerstand ist, nur mal als Beispiel, kann ich halt einfach die Gegenbewegung dann halt abwarten oder wie auch immer. Ist natürlich trotzdem allem nicht so ganz einfach, aber kann schon mal hilfreich sein. Also gerade wenn es halt ein bisschen arg volatil ist oder irgendwie gerade News kommen oder was auch immer, man nicht selber unbedingt handeln möchte. Ja, aber wie gesagt, ist bei euch noch nicht sichtbar. Die Funktion kommt aber, sobald da keine Fehlermeldungen mehr kommen. Also hier funktioniert es problemlos, sieht man ja, aber ist noch ein bisschen tricky, deswegen auch nicht da. So, was, die Wall Street muss auf mich warten, schreibt der Andreas. Gut, verstehe ich jetzt nicht, aber ja, so, der Johannes hat das gefragt mit dem Pauseknopf. Denk mal, ist ja dann erklärt. Ich gucke mal hier gerade noch mal Setup, da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten.
Wir haben hier zum Beispiel halt Reset, ja, das heißt, hier kann ich entsprechend, das hatten wir auch schon ein paar Mal, wie werde ich die Einstellungen wieder los, zum Beispiel ganz einfach hier mit Reset. Und Reset heißt in dem Fall, wenn ich jetzt nichts zusätzlich gedrückt halte an der Tastatur, einfach nur alle Einstellungen für das Symbol, was gerade geöffnet ist, würden zurückgesetzt werden. Und Shift entsprechend alles, was jetzt hier an Symbolen für den Broker zur Verfügung steht. Und Control würde alles komplett rauswerfen für alle Broker und alle Instrumente. Ist also vom Prinzip dann halt wie eine neue Installation. Ja. Also das dazu gekommen. Dann gucke ich mal hier noch eben, ob da noch was ist. Ich habe das leider auch nicht mehr alles im Kopf. Es ist ja doch schon ein bisschen Zeit, was da vergangen ist. Hat hier so ein bisschen einfach nur von der Anordnung haben sich so ein paar Sachen geändert. Hier entsprechend das Skype-Terminal. Bei Symbol dürfte eigentlich nichts dazu gekommen sein, zumindest nicht im MT4. Ja, und das hatte ich hier ja gerade gezeigt. Was noch kommen wird, wie viel Uhr haben wir? Nicht, dass es jetzt irgendwie alles zu lange dauert. Ist schon ein bisschen Zeit um, da haben wir eigentlich nur eine Viertelstunde. Die strategische Order wird noch eine Erweiterung erfahren, aber kann auch sein, dass es irgendwie erst eine Version 2.0 oder so kommt. Und dort kann man nämlich in Zukunft mit Zonen arbeiten. Ja, also bei mir sieht es inzwischen so aus, bei euch auch noch nicht sichtbar. Und Cluster Trading heißt das Ganze. Das heißt, ich kann dem halt hier sagen, ja, da oben eher Short, hier unten eher Long und kann darauf entsprechend hier die Algorithmen halt anwenden und kann mir so ja im Idealfall meinen ganzen Tag im Voraus planen. Wenn ich sage, ich habe hier eher eine Unterstützung, da eher einen Widerstand und hier eher Geschiebe, kann ich mir das einzeichnen, aktiviere das Teil und lasse das dann halt nebenbei laufen. Also das ist so der kühne Plan, ist aber auch eben noch nicht freigegeben. Wie gesagt, kann auch sein, dass es in der Version 2.1 oder so dann halt kommt. Weil wichtig ist es, glaube ich, erstmal, dass wir die 2.0 jetzt hier erstmal fertig kriegen und damit auch so die so ein paar alte Geschichten hier von der letzten Version dann eben auch vom Tisch sind, weil ja doch einige Detailverbesserungen halt drin sind, auch von der Performance, Ladezeiten, Ausführungszeiten, sollte sich alles ein bisschen verbessert haben nochmal gegenüber der alten Version. So, also das war so das Wesentliche. Wie gesagt, es gibt extrem viele Kleinigkeiten, die halt noch dazugekommen sind, die aber eher so unter der Haube stattfinden und die auch, glaube ich, erst mit der Zeit auffallen. Also wie gesagt, die Uhr, das sind solche Kleinigkeiten, aber ansonsten wirklich noch jede Menge Material. Also es steckt auf jeden Fall noch mal einige Monate hier drin, weil das letzte Update war ja in 2017 und seither gab es ja kein offizielles mehr. Und nicht, weil da nichts dran getan wurde, sondern weil halt wirklich alles hier auf die 2.0 halt eben rausläuft und dann halt unter der Haube doch schon sehr viel noch mal geändert wurde. Okay, so, ich gehe mal nochmal hier drüber. Nelson, ja, hast du noch? Ja, eine Frage können wir auf jeden Fall machen, weil das wurde auch in deiner Facebook-Gruppe schon gestellt. Und zwar, wie man in der Single-Hedge-Mode Teilverkäufe machen kann. Gar nicht. Single-Hedge-Mode, gehe ich mal kurz drauf ein. Single-Hedge heißt ja einfach nur, dass ich halt hier nicht mit Gesamtposition unterwegs bin, also dass alles kumuliert wird, sondern dass ich hier entsprechend hoppla, Invalid Stops, da hat er recht, sondern dass ich halt hier überall nur Einzelpositionen drin habe und gehen wir mal gleich hier mit dazu. So, ja, also hier alles irgendwie aber auch nicht aktiviert, gerade schon gewundert, dass ich hier überall einzelne Stop-Loss, einzelne Take-Profits und so weiter halt habe. Und die Frage ist ja halt, wie kann ich jetzt hier von so einer Einzelposition einen Teilverkauf machen? Geht tatsächlich gar nicht, weil das ist halt dem Future-Modus halt vorbehalten. Also ich sag mal, es wäre jetzt technisch, wäre das natürlich machbar, macht es aber, glaube ich, vom Verständnis dann auch wiederum wahnsinnig kompliziert, wenn man hier jetzt auch noch anfängt, irgendwie mit Positionsverrechnung. Weil was es aber ja noch gibt, das ist ja halt hier neben dem Single Hedge, weil Hedge heißt ja nichts anderes als, ich mache eine Gegenposition. Also das heißt, wenn ich einmal Long bin und gehe einmal Short,
macht der Single Hedge Mode, macht er dann tatsächlich einmal Long und einmal Short auch auf. Und der Stereo Future Modus wäre danach einfach flat, weil plus 1, minus 1 Nummer 0 ist. Und deswegen bei Single Hedge ist es so nicht vorgesehen. Was man aber machen kann, ist Single Net Modus, ja. Und das heißt, dort kann ich wiederum mit Einzelpositionen arbeiten und die kann ich auch wiederum verrechnen. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt hier, ich hoffe mal, das gelingt jetzt hier, das habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert in der Beta, aber wenn ich jetzt hier als Beispiel mit 2,5 Kontrakten eben halt long bin, nur mal zum Beispiel, und gebe hier oben jetzt irgendwie einen Kontrakt raus. Muss mal gucken, ob das auch so eingestellt ist. Bei Edit Order, es kann jetzt natürlich sein, dass wir hier einen Vorführeffekt kriegen. Da ist NT eingeschaltet. Das heißt, die sollte eigentlich verrechnet werden. Vorausgesetzt ist keine echte Order, ja. So, gucken wir mal. Genau, hier hat das funktioniert. Ja. Ich war vorhin mit 2,5, war ich halt eben long. Jetzt bin ich nur noch mit einem long, weil da oben 1,5 short war. Also das geht im Single Net Modus. Ja. Und aber nicht im Single-Hedge-Modus, weil soll auch nicht zu kompliziert werden, das Ganze, weil die meisten Plattformen haben ohnehin nur einen Modus, hier haben wir schon vier. Und würde das Ganze, glaube ich, doch sehr verkomplizieren. Okay, wie macht man TVK in Single-Hedge? Genau, das war das. Das war die Natalia, glaube ich. Richtig. Dann eine Frage, wie man vor Trade-Eröffnung mehrere Ziele schon definieren kann, ob das möglich ist. Ja, klar. Also mit Orders dann halt im Endeffekt. Ne? Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, ich gehe mal raus als Beispiel, wenn ich jetzt hier sage, naja, da will ich long, Moment, ich schalte erstmal den Modus um, nochmal auf den Standard. Hoppla. So, hier Stereo Future, das ist ja der Standardmodus. Und wenn ich da jetzt sage, zum Beispiel, ich gehe hier long, wenn er nochmal irgendwie Neues hoch macht, ja, ich mache mal den Stop aus, bisschen eng, und würde aber halt hier bei 670 zum Beispiel da halt schon mal irgendwie, geht jetzt alles ein bisschen schnell gerade, da aber schon mal halt irgendwie ein Ziel definieren und da rausgehen, das wäre halt eine Möglichkeit, ja. Das heißt, dass ich halt, weil im Stereo Future Modus geht es ja auch fast nicht anders, außer ich stelle vorher direkt den Take Profit in Punkten ein. Aber so kann ich es halt eben auch mit Orders machen. Ja. Und dass ich halt einfach vorher meine Orders überall hin platziere. Und ich sage, hier ist halt einer, gut, wie gesagt, ich bin jetzt schon wieder long, also ich habe es aber trotzdem ja gesetzt, bevor ich das aufgemacht habe. Und den nächsten, was weiß ich, bei 24.686. Und kann natürlich. Ich mache es aber nochmal flat, um das nochmal zu demonstrieren. Kann aber natürlich trotzdem ja auch meinen Take-Profit einstellen. Wenn ich jetzt sage, hier bei 658, so 40 Punkte läuft das Ding nach meiner Meinung, kann ich ja genauso gut hier natürlich auch einen Take-Profit vorher einstellen. Ja, das heißt, sobald die gefüllt ist, landet mein Take-Profit entsprechend 40 Punkte höher. Aber eben die Order, die Short-Order, die hier dahinter liegt, führt ja entsprechend zu einer Verrechnung, ja, egal jetzt welche Positionsgröße, mit der bestehenden Long, die jetzt hier geöffnet wird. Also so kann man es halt zumindest dann halt mal für, ich sag mal, Intraday kurz bevorstehende Trades halt schon vernünftig platzieren, das Ganze. Und vielleicht sehen wir es jetzt hier halt auch. Und 670 ist auch gerade so ein Ziel, was ich sowieso im Kopf habe. Und das sollte dann auch wahrscheinlich passen. Mal gucken, vielleicht macht das ja jetzt. Aber das wäre ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie man das machen kann. So, was haben wir denn noch? Hat einer vorhin gesagt long? Ja, mal Spaß. Was? Achso, ja, doch. Nächste Frage. Wie kann ich eine Order verwalten, die von einem anderen Expert Advisor gesetzt wurde? Mir wird das, die sind im Stereo Trader nicht angezeigt. Ja, ich glaube, das ist, doch, das geht. Das ist natürlich sehr speziell. Also, vielleicht führe ich mal kurz die Frage ein bisschen weiter aus. Es gibt ja Expert Advisors,
von anderen Herstellern, die halt zum Beispiel vielleicht ganz gut da drin sind, irgendwie Orders zu eröffnen, ja. Und aber irgendwie halt im Exit halt nicht so stark sind, wie jetzt zum Beispiel halt die Trading Stops oder so vom Stereo Trader. Und man kann tatsächlich den Exit verwalten, auch wenn der von wo ganz anders herkommt, nämlich zum Beispiel von einem Expert Advisor. Ich habe jetzt hier nur leider überhaupt nichts drauf, was ich in der Hinsicht demonstrieren könnte, aber das geht. Also jeder Expert Advisor, der eben zum Beispiel halt automatisch dann halt solche Positionen sich zusammenbaut, hat eine sogenannte Magic Number. Das heißt also, das ist letzten Endes nichts anderes als eine Identifikationsnummer, womit halt die Trades beziehungsweise die Orders halt entsprechend markiert sind, wenn man so möchte. Und es geht ganz einfach. Man geht hier oben auch über Setup und dann auf Strategie. Und statt einem Strategienamen gibt man hier einfach nur die Nummer ein von dem Expert Advisor. Also wenn der jetzt zum Beispiel eine Magic Number hat von 5555, dann tippe ich die einfach hier ein. Ja, so. Und dann sage ich Switch Strategy und dann sehe ich genau die Trades, die der Expert Advisor aufgemacht hat. Ja, und dann insofern kann ich damit entsprechend dann auch die Exits dann halt zum Beispiel vom Stereo Trader automatisieren lassen. Das funktioniert. Wichtig ist allerdings, also in der Version 1.95, die ja aktuell ist, muss ich weiter nichts beachten. In der Beta-Version ist allerdings wichtig, wenn man sowas macht, ja, muss hier bei General die Activity Control, die muss ausgeschaltet werden. Das ist übrigens auch neu in der 2.0er Version. Die Activity Control, die passt auf. Die war vorher schon mal drin, hat aber nur rudimentär funktioniert. Jetzt funktioniert das Ding aber voll. Und das heißt, sobald ich hier Activity Control anhabe und es kommt von außerhalb irgendeine Einflussnahme, zum Beispiel ein Stop-Loss wird versetzt, eine Order wird verschoben oder sonst irgendwas, und dann schlägt der Stereo Trader sofort Alarm und sagt, da hat jemand von außerhalb eingegriffen, ich gehe mal auf Passiv. Und einige kennen das Phänomen mit dem springenden Stop, ja, wenn der Stop-Loss hin und her gesprungen ist. Das kam immer, ohne Ausnahme, immer nur dann zustande, wenn man zum Beispiel den Stereo Trader an zwei verschiedenen Computern auf hatte, zweimal das exakt gleiche Instrument mit der gleichen Strategie hatte und aber unterschiedliche Stop-Loss-Werte. Und dann war der eine Stereo Trader war dann der Meinung, er will hier sind 10 Punkte zu setzen und der nächste dann zum Beispiel 20 Punkte. So, und dann kommen die natürlich ins Gehege, weil der eine setzt dauernd auf 20, weil er auf 10 steht und der andere stellt dauernd auf 10, weil er auf 20 ist. Und das sind genau solche Sachen, die können damit nicht mehr passieren. Weil es sich nämlich dann der Erste, der es merkt, der schaltet sich ab und der Zweite bleibt entsprechend aktiv. Und das heißt also, wenn man jetzt zum Beispiel halt solche Geschichten, also solche Trades von einem Expert Advisor übernimmt, das da unbedingt ausschalten, weil es wird sonst nicht funktionieren. Das ist ganz wichtig. Aber ansonsten hier einfach, wie gesagt, nur die Magic Number eingeben und dann halt Strategie wechseln und dann läuft das. Okay. Dann nächste Frage. Eine Funktion, dass eine Stop-Order erst ausgeführt wird, wenn zum Beispiel ein H4-Close darüber erfolgt, wäre super. Das gleiche auch für einen Stop-Loss. Ja, hatte ich schon mal auch schon, hatten wir, glaube ich, schon mal thematisiert. Kann sein, dass es wirklich mal reinkommt. Also es gibt Bedingungen, da macht es halt Sinn. Also es ist momentan nicht drin, ist aber angedacht. Ich hatte es auch schon mal auf dem Schirm. Ich glaube, es ist sogar im Stereo Trader schon vorhanden, es ist nur nicht aktiv. Also von daher momentan in der Pipeline und nicht vergessen. Dann, wie lassen sich Farbänderungen in Stereo Trader Indikatoren, zum Beispiel SDX30, dauerhaft als Standard bei Neuaufrufen speichern? Am besten mit einem Template. Also ich zeige das mal kurz. Ich werfe mal kurz das Market Profile hier raus. Also das sind ja hier so die Add-ons, die ja mit dabei sind. Im Standard ja sowieso jetzt schon. Mittlerweile muss man gar nicht mehr separat installieren. Aber ich jetzt hier zum Beispiel den SDGI aufmache, der mir einfach so ein bisschen was anzeigt. Zum Beispiel in der Open Range oder so. Funktioniert überhaupt jetzt hier bei mir? Weiß ich gar nicht. Na doch, da kommt was.
die Einstellung habe ich ja hier bei Indikatoren, also Rechtsklick im Chart, Indikatoren und dann hier auf Eigenschaften. Und dort habe ich zum Beispiel Inputs. Dort kann ich das ja irgendwie alles einstellen. Ich sehe nur gerade, ist in der Beta-Version, ist ja überall sind diese Sounds drin. Das ist natürlich Quatsch. Das muss natürlich raus. Das Einfachste ist halt tatsächlich als Preset speichern. Ja, also entweder hier kann ich ja halt zum Beispiel ein Preset halt ablegen, wo ich dann halt sage, ich gebe dem Ding halt den und den Namen und lade, also hier, ne, sieht man ja, kann ich einen Namen halt vergeben und dann entsprechend überload. Das ist wahrscheinlich ein bisschen umständlich. Und der einfachste Weg ist eigentlich halt, das ganze Ding als Preset abzuspeichern. So, jetzt kommt hier übrigens der Exit, wie ich gerade sehe. Das heißt also ganz einfach hier, dass das Template als Ganzes dann halt sichern. Ne? Also dann hier entsprechend als da halt über Template, Save Template und da halt irgendeinen Namen dann halt vergeben. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich Sinn macht. Und dann sollte das auch dauerhaft drin sein und sich nicht ändern. So, 670, der Wahnsinn, ne? Gar nicht so doof. Okay. Gut, vielleicht eine letzte Frage noch. Vieles haben wir schon bearbeitet. Bezüglich des Modus bzw. Teilverkauf, hier die Frage, mit welchem Modus würdest du dann Swing und Scalp-Position gleichzeitig fahren? Wo ist nochmal die Frage? Die finde ich gar nicht. Achso, mit welchem Modus? Mit welchem Mode würdest du denn Swing und Scalp-Position gleichzeitig fahren? Verstehe die Frage nicht so ganz. Wahrscheinlich bezogen auf die Teilverkäufe, gehe ich mal von aus. Ansonsten gerne mal kurz reinschreiben, wie es gemeint war. Ja, genau. Dann fragt der Ingolf noch. Also erstmal danke für das Lob, Ingolf. Freut mich natürlich. Das ist halt die Frage, ob es für andere Produkte kommt. Also weil momentan ist es ja halt nur MetaTrader 4 und MetaTrader 5. Das wird auch wohl erstmal so bleiben. Also ist momentan nichts geplant. Ich will jetzt nicht ausschließen, ja, dass halt irgendwie Teile oder so dann auch mal irgendwie für andere Plattformen kommen, irgendwann mal. Aber momentan klar nicht. Also weil halt einfach vom MetaTrader, es gibt halt leider keine andere Plattform, die so viel halt in der Programmierung zulässt. Und das war halt der Grund, warum das auch alles darauf gemünzt ist. Und was ich dir aber sagen kann, ist halt, dass zumindest halt natürlich der Funktionsumfang nochmal deutlich, also das wird ja weiter gebaut. Also man sieht es ja also jetzt hier nochmal mit der 2.0er Version. Und da kommt schon noch einiges. Ja, und das ist ja alles erst, ich will jetzt nicht sagen, am Anfang. Aber generell bin ich natürlich da halt auch immer auf der Lauer und gucke, okay, was wird irgendwie viel genutzt oder was wird gerne genutzt, was sind die Highlights von anderen Anwendern, was die halt dann ja vielleicht einfach gerne sehen würden oder was halt hilfreich ist. Und das wird dann natürlich auch früher oder später dann natürlich auch im Stereo-Trader halt landen. Klar, also jetzt nicht alles, ja, also Sachen, wo ich halt auch selber weiß, okay, das bringt nichts oder weiß ich nicht, ist vielleicht ein falscher Ansatz, da tue ich mir immer schwer damit, außer wenn dann natürlich irgendwie alle sagen, nee, muss und dann kommt es natürlich, aber generell, es wird ja auf jeden Fall halt hier auch ordentlich weiterentwickelt werden. Ja, die Teilnehmerin hat bestätigt, es ging um die Teilverkäufe. Also ist das schon geklärt, ne? Nicht das. Nee, also welchen Modus würdest du da entsprechend nutzen für Swing und Scalp-Position, wenn du die gleichzeitig fährst? Ja, also ich bin eigentlich immer ein Verfechter von vom Stereo Future Modus, so oder so, weil der halt einfach der transparenteste ist, weil ich dort halt einfach immer ja wirklich einen Überblick darüber habe, wo ich tatsächlich denn stehe. Also das merkt man, also jemand, der halt, also wer hier dabei ist, sind ja bestimmt auch einige dabei, die schon mal Future gehandelt haben und die kennen das auch gar nicht anders, ja, und dort ist immer die Wahrheit auch so ein bisschen transparenter, ja, weil da nutzt es nichts, wenn ich irgendwie eine Position auflöse, nur weil die irgendwie gerade im Gewinn ist, so nach dem Motto, Hauptsache ich habe schon mal den Gewinn drin. Letzten Endes geht es ja immer um das Gesamtpackage
und nicht darum, was ich mit Einzelpositionen mache. Und deswegen bin ich immer ein Fan davon oder ein Verfechter vom Stereo Future Mode. Und weil man damit halt so gerade im Swing da sowieso halt einfach über längere Strecken halt doch besser einen Überblick behält, wo man tatsächlich denn steht. Und im Scalping halt auch nicht anders, weil ich ja halt eben natürlich wesentlich schneller bin und dort halt ja auch zum Beispiel halt schnell mal was raus und rein tun kann und nicht irgendwie großartig mal rechnen muss, sondern einfach immer direkt sehe, wo ich stehe. Und jetzt hat die Natalia gerade noch ergänzt, ja, aber Stop-Loss sind unterschiedlich. Ja, aber kann man ja auch mit Orders machen. Ja, das heißt, ich muss ja nicht unbedingt einen Stop-Loss verwenden. Ich kann ja auch genauso gut mit Orders arbeiten. Und ein Riesenvorteil, was glaube ich gar nicht viele verwenden, vom Stereo Future Modus ist ja halt auch zum Beispiel, dass ich hier halt auch, sei es im Verlust oder im Gewinn, ja auch ausskalieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit 2,5, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, aber jetzt hier mit 2,5 Kontrakten zum Beispiel long bin, ich muss ja nicht zwangsweise meinen Stop-Loss hier hinsetzen. Ich kann ja auch sagen, naja gut, den packe ich erstmal da unten hin und ansonsten gucke ich hier in der Tendenz, ja, hoppla, der war jetzt falsch. Das heißt, ich kann ja hier die Position völlig variabel und flexibel ja hier halt auch in Teilen ausskalieren. Ja, so dass ich halt hier erstmal ein Fünftel rausgebe, dann nochmal ein Fünftel oder vielleicht ein bisschen mehr. Und das kann ich ja zum Beispiel mit den Einzelpositionen nicht. Dort bin ich immer festgelegt auf die Positionsgröße, die drin ist. Und wenn es wirklich einen Vorteil oder der Vorteil von CFD ist gegenüber Futures. Und was halt wirklich einer ist, ist ja nun mal die Skalierbarkeit. Das heißt, ich kann ja hier eine Position komplett beliebig stückeln und bin eben nicht darauf festgelegt, da mit einer festen Size zu arbeiten. Deswegen, man muss ja nicht zwangsweise Stop-Loss verwenden. Man kann es ja eben halt auch mit Gegenpositionen machen. Und deswegen, das ist eigentlich noch ein Grund mehr, warum man das halt entsprechend mit dem Stereo Future Modus meines Erachtens besser machen kann. Ist natürlich immer alles Geschmackssache. Kann ja keinem vorschreiben, was er zu tun hat. Aber das ist halt eben auch der Hintergrund oder der Grund, warum ich das natürlich auch entsprechend verfechte. So, der Johann schreibt doch, doch, doch. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er meint. Skalierung. Okay. Ach so, die Skalierung. Ja, im Future skalieren kann ich nicht. Außer ich habe ganz viele Futures drin, ja. Aber ansonsten kann ich ja keinen halben Kontrakt irgendwie loswerden. So, jetzt schreibt hier gerade jemand, der Frank, schau mal den Profit im Chart und den Profit im Terminal. Ja, das ist kein Fehler. Sondern der Grund ist ja halt der, die weichen jetzt natürlich davon ab. Das ist auch wiederum ein Ding hier vom Future-Modus. Der Grund ist ja der, bin ja hier vorhin mit 5 Kontrakten long gewesen und habe ja davon hier oben schon einen Teilverkauf gemacht. Das heißt, ich habe ja 2,5 Kontrakte schon wieder aufgelöst. Und der Unterschied ist einfach der, das, was ich hier unten sehe im Terminal, ja, das ist ja so völlig irrelevant. Das ist ja nur meine Positionsgröße, die jetzt noch drin ist. Und aber mein ganzer Trade ist das ja nicht, sondern mein Trade ist ja dann zu Ende, wenn ich, also zumindest nach der Definition vom Stereo Trader, der Trade ist dann zu Ende, wenn ich flat bin. Und der Profit eben aus der Teilauflösung, der ist ja hier mitgerechnet. Und deswegen weicht das gerade ab. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Trade PL drinstehen, also inklusive von dem Teilverkauf, der schon drin ist und nicht nur das, was noch im Pool ist. Ja, weil wenn ich jetzt hier ja zum Beispiel schließe, jetzt, wo hier 34 Euro steht, dann habe ich auch 34 Euro verdient, weil ja halt entsprechend die anderen beiden, oder 40 waren es jetzt, weil die anderen beiden ja schon dabei sind. Und deswegen weicht das immer ab. Und das ist eben auch der Grund für den Stereo Future Modus, weil immer von vorne bis hinten alles mitgerechnet wird. Und ich genau das meinte ich eben. Ich habe immer den Überblick, wo ich eigentlich wirklich stehe, egal wie viele Teilverkäufe oder was auch immer ich halt gemacht habe. Die Trade PL zeigt mir immer die Wahrheit darüber, was eigentlich Sache ist. Und nicht das, was hier unten im Terminal drin steht. Im Terminal sehe ich gar nichts, außer das, was aktuell gerade auf ist. Aber nicht das, was jetzt halt ein ganzes Setup oder ein ganzer Trade gebracht hat. Das nur auch nochmal zur Erklärung.
Okay. Gut. Ich besitze Ja, bezüglich der eine. Lizenz einfach bei uns melden. Genau. Ja. Also es gibt keinen Unterschied zwischen MetaTrader 5 Lizenz und MetaTrader 4 Lizenz. Muss nur entsprechend angelegt sein. Und bleibt alles gleich ansonsten. Okay, dann haben wir tatsächlich, soweit ich das überblicke, alles beantwortet. Wir haben auch die Stunde auch schon voll. Deswegen vielen Dank, Dirk, für das Webinar heute. Vielen Dank an die Teilnehmer für die Fragen. Ja, Aufzeichnung, wie gewohnt, kommt dann entsprechend online. Ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Ich freue mich auf das nächste Mal. Schönen Abend an alle und Dirk, du weißt Bescheid, das letzte Wort. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch. War ja kurz und knackig heute und ich glaube auch vom Stoff her doch recht gut interessante Fragen, die auch gekommen sind. Und bedanke mich dafür, dass ihr dabei wart. Vor allen Dingen heute echt zahlreich für ein Helpdesk-Webinar. Ich glaube, so viel waren wir noch nie. Und trotz des schönen Wetters, genießt den Abend, macht was draus, hängt nicht die ganze Zeit vorm Bildschirm. Passt auf euch auf. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, danke Nelson und danke an das Team von FX Flat. Bis zum nächsten Mal.